Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jurassic Minecraft. Ich habe mir gerade Namensschilder gegeben, zwei Stück. Denn wir werden jetzt endlich unsere Tiere benennen. Und unser Pferd hat einen super tollen Namen von euch in den Kommentaren bekommen. Nämlich Starlight. So heißt es jetzt auch. Der Name kam von Fantasy. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Toller Namensvorschlag. Und natürlich auch unser Raptor hat einen tollen Namen von euch bekommen. Ich glaube, der ist schon gewachsen. Alter, 2 Jahre. Der ist auf jeden Fall gut gewachsen. Der sieht aber alles gut aus. Aber der heißt auf jeden Fall Gaboon. Oh, Groß- und Kleinschreibung ist wichtig. Das wusste ich nicht. Habe ich das da richtig gemacht? Ja, hier habe ich es richtig gemacht. Ja, ich gebe mir noch mal ein Namensschild im Creative-Modus. Und ich habe übrigens noch eine Mod installiert, die habt ihr mir empfohlen. Da kann man dann, muss man nicht im Internet nachgucken, wenn man irgendwas machen möchte an Rezepten. Zum Beispiel, wenn man hier die Peitsche auswählt, kann man das direkt dann hier sehen. Super praktisch, vielen, vielen Dank dafür. Wir machen jetzt aber noch mal schnell ein neues Namensschild. Mit dem Namen Gaboon in groß geschrieben. Ich hoffe, das geht jetzt noch mit dem Umbenennen, sonst ist es halt klein geschrieben. Oh, das kostet mich Erfahrung, wie gemein. Ah, damit muss ich leben. Erfahrung ist okay. Ah, es ging, okay. Übrigens, der Name Gaboon, der kam von Daniel. Auch vielen, vielen Dank für den tollen Namensvorschlag. Ja, und jetzt können wir uns eigentlich schon wieder auf die Socken machen. Ich weiß gar nicht, letztes Mal hatten wir schon ganz gut ein Schwert mit Schärfe 3 gehabt. Dann unsere Rüstung hatten wir auch so ein bisschen verzaubert. Sieht eigentlich alles ganz gut aus. Ich habe jetzt als nächstes Ziel eigentlich Dodo-DNA, weil ich würde gerne die Hühner gegen Dodos austauschen. Das würde ich irgendwie cooler finden. Also die Hühner können natürlich jetzt erstmal hier noch bleiben. Aber im Endeffekt will ich dann schon, wenn ich die Wahl habe, prähistorische Tiere nehmen. Anstatt halt normale Tiere. Ich glaube, Dodos legen halt auch Eier. Hatten wir irgendwo Dodos gesehen? Ich denke mal hier, wenn wir hier... Können ja mal hier runter schwimmen und dann hier noch so ein bisschen entlang. Dann schauen wir mal. Oh, da vorne ist eine Spinoflosse. Wie fies der untertaucht. Oh, da muss man echt vorsichtig sein. Ist echt ein paar Tage nicht gespielt. Jetzt bin ich ein bisschen raus, gerade was die Steuerung angeht. Aber das kriegen wir schon alles hin. Mit einem gewissen Sicherheitsabstand, dann passt das. Wir könnten übrigens auch mal versuchen, gegen Dinos zu kämpfen irgendwann. Aber dafür brauchen wir auf jeden Fall ein Schild zumindest. Und ich würde dann, wenn er nicht so einen starken nehmen wie ein Spino. Aber ihr meintet in den Kommentaren irgendwann mal, dass das viel Erfahrung gibt. Und Erfahrungspunkte brauchen wir natürlich jetzt aktuell. Weil ich halt viel verzaubern möchte von meinen Sachen. Oh, guck mal, da unten ist gerade noch so ein Typi. Mal gucken, ob der was Gutes zu traden hat. Oh, das können wir sogar machen. Und das können wir auch machen. Zumindest einmal. Ja, dann passt das eigentlich. Gehen wir noch schnell in seine Ausgrabungsstätte hier. Was der so zu bieten hat. Nehmen wir natürlich auch alles mit. Oh, noch ein Knochen. Das heißt, wir können jetzt sogar nochmal zu dem gehen. Dann sollten wir eigentlich nochmal so einen Emerald rausbekommen. Das passt perfekt. Ich weiß gar nicht, wofür wir die brauchen, die Smaragde. Braucht man die nur zum Traden oder braucht man die auch noch später für andere Sachen? Kein Plan. Wow, was ist das denn für ein Riesentempel da rechts? Okay, das ist ja krass. Okay, wir kommen von unserem Plan ab. Das will ich natürlich erkunden. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon drin waren. Ob ich es nur vergessen habe. Aber ich kann mich nicht erinnern. Aber wir waren ja bei dem Dorf schon, ne? Das ist eigentlich ziemlich wahrscheinlich, dass ich da schon kurz drin war. Oder zumindest von Weitem gesehen habe. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal gemeinsam da eben rein, schnell. Es ist eben gerade Nacht. Vielleicht können wir dann da eben schnell schlafen.
habe keine Ahnung, ob hier Gefallen oder sowas sind. Oh mein Gott. Hier war ich auf jeden Fall noch nicht. Sieht krass aus. Was ist denn das hier alles? Da brauchen wir Volute. Ich glaube, die sind aber nicht so wichtig, diese Teile. Obsidian, Reliktschrott. Auf jeden Fall eine krasse Bibliothek. Spinnennetz? Ich glaube, Spinnennetz ist gar nicht selten. Das sieht nur so komisch aus bei dem Texture Pack. Diese Standard-Spinnennetz, glaube ich. Glättschädel. Ein paar Knochen. Ich glaube, die Treppen sind nur dafür da, dass man hier dann die Etage kann. Eigentlich ein cooles System. Wenn man hier dann... Gut, dass ich hochgegangen bin. Wenn man hier dann an die Bücher ran kann. War echt gut getimed gerade von mir. Aber ich glaube, ansonsten gibt es hier nichts. Autsch. Das war's mit der Bibliothek. Na gut, würde ich sagen, nächtigen wir kurz hier. Na, den töten wir doch easy. Können wir mal unser neues Schwert testen. Ah, der war schon low life. Ich glaube, mehr ist hier auch nicht. Ich glaube, das ist halt nur so eine Bibliothek. Ist aber trotzdem interessant. Oh. So krass ist unser Schwert gar nicht. Trotzdem 3 Schläge. Wo kommen jetzt Dudus her? Ich glaube, wir müssen jetzt uns an den Plan halten und hier wieder ins Wasser gehen. Das Dorf lassen wir jetzt mal hinter uns. Das können wir wann anders gerne machen. Kleiner Wüstenzombie. Wie viele Viecher hier noch sind. Okay, 2 Schläge. Macht das eigentlich mehr Schaden, wenn ich so einen Jump-Angriff mache? Habe ich irgendwann mal gehört. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Das könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Also so gerade Tipps und sowas kann ich halt immer gebrauchen. Oh, Gallimimus. Auch cool. Die greifen nicht an. Boah, das bringt richtig viel XP. Oh mein Gott. Das ist ja übel gut. Das sind einfach 3 Level. Das ist ja mega broken. Ich nehme auf jeden Fall mal ein bisschen DNA von denen mit. Warum nicht? Wollte aber reichen. Können wir auf jeden Fall gleich ordentlich verzaubern. Vielleicht müssen wir dann nochmal in die Mine. Nochmal ein bisschen mehr Diamant farmen. Ich will gar nicht wissen, was dann so ein Spino bringt. Wir sind jetzt einfach Level 38. Das ist ja richtig krass. Oha, hier vorne ist ja eine richtig krasse Vulkanlandschaft. Die Lava fließt ja gerade auch langsam runter. Da gehen wir auf jeden Fall jetzt mal nochmal rein. Vielleicht findet man da ja nochmal irgendwas. Weil die andere, die wir bis jetzt uns angeguckt hatten, die war echt klein. Also die hier. Und die ist ja riesig. Vielleicht finden wir da irgendwelche besonderen Kreaturen oder irgendwelche Materialien oder so. Bin ich aber mal gespannt. Leckt sogar ein bisschen, weil wir gerade so viel Neues hier entdecken und so viel Neues lädt. Aber das ist ja ein gutes Zeichen. Magma-Block dürfen wir nicht oben drauf laufen. Macht Schaden. Da müssen wir auch vorsichtig sein. Das sind keine Fossilien, auch wenn die auch so aussehen.
Aber ist halt auch nur Kohle. Die vulkanische Asche bringt halt nicht. Verdampft einfach. Oh Gott, was war das denn jetzt? Und einfach zurückgeportet. Oh mein Gott. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Oh, der hat uns einen Eisenblock gebracht. Das ist aber praktisch. Könnten wir sogar ein Schild bauen. Ey, wie cool. Machen wir mal schnell. Mit den Legs gefällt mir gar nicht. Ich hatte die gerade auch schon beim Bootfahren so ein bisschen. Ich habe halt ein bisschen Angst, dass wir irgendwo reinlegen. Fühlt sich so an, als wenn wir irgendwie so Server-Lags hätten, obwohl wir im Singleplayer spielen. Ganz, ganz seltsam. Ich glaube, ich starte gleich mal eben alles neu hier, weil irgendwas stimmt hier gar nicht. Wir haben jetzt auf jeden Fall wieder ein Schild, was mich sehr glücklich macht. Wir werden es erstmal jetzt noch ein bisschen ausprobieren, ob das klappt oder nicht. Ich habe echt ein bisschen Angst, dass wir irgendwo reinplumpsen. Und das für ein Stein da, der Weiße. Ich muss richtig aufpassen. Oh, hier ist sogar ein Fossil. Sehen doch dann ein bisschen anders aus. Man kann es auf jeden Fall erkennen. Knochenblock, okay. Da kriegt man bestimmt richtig viel Knochenball raus, oder? Nehmen wir mal mit. Mein Game laggt auf jeden Fall ein bisschen gerade. Irgendwas stimmt hier nicht. Keine Ahnung. Nimm die mal so gut, wie es geht mit. Ich denke mal, das reicht aber. Vielleicht leckt es auch deswegen, weil die Lava da halt noch mega runterfließt, so nach und nach. Kein Plan. Halt ein heftiges Biom hier. Ich glaube, ich würde dann sogar fast hier zurückwandern. Also, dass wir hier wieder zurückschwimmen mit dem Boot und dann Richtung zu Hause gehen. Wir hoffen, um dann noch Dodos zu finden. Ich glaube nämlich nicht, dass wir noch was finden in diesem Lava-Biom. Oder Vulkan-Biom. Es ist halt schade, dass hier keine Dinos leben. Jetzt gedacht, dass hier irgendwelche gefährlichen Fleischfresser oder sowas leben. So ein Giganotosaurus oder so hätte ich cool gefunden. Aber bis jetzt hat sich halt noch nichts gezeigt. Einfach nichts. Oh, Pachis sind da auch. Oh Gott, schaffen wir das? Überlebt man so einen Sprung? Risiko. Okay. Man muss auch mal mutig sein. Boah. Ich muss echt gucken, wo ich hinlaufe. Wenn jetzt hier Lava gewesen wäre, dann hätte ich ein Problem gehabt. Ja, das Dorf hatten wir, glaube ich, noch nicht gelootet, aber ich brauche da jetzt auch gerade nichts. Ich habe halt auch ein volles Inventar, was ein bisschen blöd ist. Ich glaube auch nicht, dass sie Dodos oder so haben, aber wir könnten mal gucken wegen Trades. Wir haben ja Emeralds. Guck mal, Flug der Bindung. Keine Ahnung, was das bringt. Gibt es das auch andersrum? Weil dieses Gammelfleisch brauche ich eigentlich noch. Lederhose, nee. Aber die hätten wir uns holen können. Ja, nichts Spannendes.
mal, ist sogar so ein Archäologie-Typ. Ja, der hat auch nichts Spannendes für uns. Ich weiß gar nicht, kann man die Knochenblöcke... Ah, in Knochenmehl umwandeln, okay. Natürlich gar nicht so schlecht. Oh, hier gibt's Biogut. Das ist ja übel gut. Okay, dann lohnt es sich ja doch hier zu looten. Biogut nehmen wir auf jeden Fall mit. Hühneressenz, keine Ahnung, was das bringen soll. Dann gehen wir mal weiter. Ich war eigentlich vor Nachtanbruch nach Hause. Hat auch nichts Spannendes. Hier ist auch nichts versteckt. Hier sind auch nur Felder. Ah, Felder brauchen wir sowieso gar nicht mehr. Ich hätte jetzt gerne Dodus. Die waren doch immer hier an der Küste, oder nicht? Ich weiß leider nicht, in welchem Biom die genau gespawnt sind. Das wäre halt echt praktisch gewesen, wenn wir uns das gemerkt. Ich fahre jetzt nochmal hier so ein bisschen die Küste lang und dann geht's Richtung nach Hause. Oh, noch mehr Gullis. Da kann ich natürlich nicht anders, ne? Die Level nehmen wir mit. Greifen wir auch nicht an, die Dinger. Tut mir sehr leid. Aber jetzt sind wir Level 40. Gallimimus sind super angenehm. Ich fahre mal hier außen lang nochmal ein Stück. Was ist das denn? Das ist ein Moser? Ich glaube, ich muss im Wasser halt auch echt aufpassen. Weil das Vieh scheint geglitscht zu sein. Sollen wir mal ein Abenteuer versuchen und dahin gehen und versuchen, das zu töten, wenn es da festgeglitscht ist? Ein bisschen Action muss sein. Aber das geht jetzt nicht auf mich los. Das dreht sich schon zu mir. Gern von oben kommen. Probieren's, Leute. Nicht ran von hier. Kann ich nicht bauen. Das will schnappen nach mir. Oh Gott. Gerade ein bisschen gruselig. Machen wir hier eine Reihe weg. Dann probieren wir es. Moser ist das. Oh mein Gott, kann man ihn reiten? Wir haben Moser gekillt. Richtig gut. Schnell die XP. Aber der hat uns gar nicht so viel mehr gegeben als die Gullis. Wegen was jetzt? Nicht wirklich die Gefahr wert. Wir müssen weiter. Es wird schon Nacht. Wir haben jetzt wieder Zeit verplempert. Aber wir haben Moser im Kampf besiegt. Auch wenn er festgeglitscht war. War halt kein fairer Kampf. Oh, da fliegt so ein Vogelding. Das hatten wir, glaube ich, auch mal gezähmt. Ah, die waren richtig laut und nervig. Die will ich gar nicht haben. Ich weiß aber nicht mehr, wie die genau hießen. Aber Dodos sehe ich hier leider gar nicht. Wo ist denn mit denn hier? Was ist das? Das ist ein Pteranodon. Können wir den besiegen?
Oh, der greift an. Oha, damit habe ich nicht gerechnet. Was hat er für eine Hitbox? Was? Das ist ja richtig krass. Gleich an den Rand. Aber wir haben ihn gerippt. Dann wird er auch mal das Fleisch mit, würde ich sagen, ne? So. Aus dem Fleisch kann man ja auch DNA gewinnen. Habt ihr zumindest geschrieben. Das heißt, ich brauche jetzt hier nicht alle einzelnen Knochen einsammeln. Das heißt, wir haben jetzt Mosasaurus-DNA. Pteranodon-DNA. Mit einem Spino will ich mich gerade nicht anlegen. Wir haben halt super viele Level. Ich werde es verzaubern. Nur nicht mal ein Pfeil und Bogen. Könnten wir es vielleicht auch mal machen. Das sollten wir eigentlich auch alle Materialien für haben. Vielleicht können wir einen Bogen verzaubern. Das wäre cool. Habe ich eine ganz gute Idee. Jetzt aber ganz, ganz schnell nach Hause. Schon wieder das nächste, was man erkunden könnte. Ja, aber ich habe die Taschen voll. Wir sollten nicht weiter looten. Wir sollten nicht gierig werden. Ansonsten gehen wir noch drauf. Schauen wir mal, was er gerade zu bieten hat. Hm. Ja. Der hat immer noch die Trades. Nehmen wir mit. Will er nicht mehr? Geht nicht mehr. Okay, wir haben ihn leer gelootet. Aber es gibt auch XP, das ist ja cool. Unser Nachbar ist echt gut, was die Trades angeht. Das kann man nicht anders sagen. Ja, dann, mache ich mir mal erstmal einen Bogen. Und werde sogar nachgucken, hoffentlich. Ach nee, das geht so gar nicht. Geht nur im Creative-Modus mit dieser Mod oder was? Ah nee, hier ist das ja recht. Da. Bogen. Ah, das ist echt praktisch. Wir brauchen Faden und Stöcker. Guck mal, Faden haben wir. In der Schmiede haben wir eine Werkbank. Da können wir uns dann den Bogen bauen. Na, Starlight, geht's dir gut? So, und dann machen wir jetzt den Bogen. Sehr schön, den verzaubern wir dann gleich, würde ich sagen. Alter 2. Den geht's aber noch gut. Ich fütter den mal einmal manuell. Ja, jetzt geht's ihm super. An den Bogen hier rein. Und wir haben Flamme. Flamme klingt doch gut, oder? Haltbarkeit 3, Stärke 4 und Flamme. Das klingt doch nach einem geilen Bogen, oder? Kann man Pfeile verzaubern? Nee. Schade, schade. Aber das können wir gleich mal testen, den Bogen. Das ist ja schon mal sehr cool. Und wir hatten auch noch hier Diamantfußdinger. Diamanthelm hatten wir noch. Können wir jetzt alles verzaubern. Schutz 4, Haltbarkeit. Haltbarkeit und Explosionsschutz. Das ist ja genial. Aber die Level gehen auch schnell wieder drauf, aber wir wissen jetzt ja, wie man die schnell bekommt. Schutz 4, Haltbarkeit 3, Schutz 4, Haltbarkeit 3, Explosionsschutz, Haltbarkeit. Das ist richtig nice. Kann man das Schild verzaubern? Mit dem Schwert hier? Das kann man auch verzaubern. Wow, Rückstoß 2. War jetzt nicht so mega gut. Ah, wir haben nur noch einen Diamanten. Wie ärgerlich. Dann mache ich mir jetzt eine Schaufel. Dann verzaubern wir jetzt eine Diamantschaufel. Eine Diamantschaufel machen wir jetzt. Und dann gehe ich gleich, glaube ich, nochmal kurz in die Mine. In der Hoffnung, nochmal Diamanten zu finden. So, dann gucken wir mal. Guck mal, Effizienzhaltbarkeit. Das gefällt mir. Das ist doch super. Können wir den Arms wegschmeißen? Nimm mal nicht wieder auf, bitte. Und dann passt das eigentlich. Ich würde dann gerne mal noch den Bogen testen. Ja, aber was testen wir? Das ist bei einer Kuh am besten, ne?
Oh, es brennt halt wirklich. Kann man damit dann auch Bäume anfackeln? One-Shotten auf jeden Fall die Kuh. Ob das jetzt anfängt zu brennen? Hoffe nicht. Ansonsten muss ich aufpassen, dass ich nicht aus Versehen schieße. Das Fleisch ist auch direkt gebraten, dann wie cool. Aber scheint nicht zu brennen. Ich kann ja mal einen Pfeil stecken lassen, während wir schlafen und so. Und dann gucken wir mal, ob der Baum noch steht. Der einzige Baum hinter unserem Haus. Gucken, ob der Baum noch steht. Ja, sieht gut aus. Aber Moser ist ja auch schon krass, ne? Wäre auch mal interessant, den zu erschaffen. Weiß halt nicht, ob man dann darauf schwimmen kann. Wäre auf jeden Fall eine coole Alternative zum Boot, ne? Weil wir haben einen riesen Ozean. Wenn wir dann hier einen Moser haben, das wäre schon cool. Könnt ihr gerne mal reinschreiben. Jetzt auf jeden Fall mal hier in den Analysator alles packen. Da sollten wir dann auch easy die DNA bekommen. Ich glaube, das kommt jetzt direkt schon raus, die DNA. Dann können wir das Restfleisch auch behalten. Ja, da haben wir sie schon. Dann haben wir jetzt nochmal eben den Pteranodon. Den Gallimimus auch gleich. Pteranodon. Behalten wir da auch das Fleisch. Und den Gallimimus auch. Die packe ich dann schon mal hier rein, würde ich sagen. Machen wir mal hier unten hin. Die CDs waren ja ein bisschen blöd. Auch genau die gleichen sind voll doof. Ja, okay, das kann noch durchlaufen. Ich gehe jetzt noch mal ganz kurz in die Mine. Ich werde echt nicht lange buddeln. Lass jetzt auch sowas liegen. Ihr habt ja gesehen, ich kriege viel mehr XP, wenn ich den Saurier töte. Dann können wir lieber ein bisschen kämpfen. Vielleicht können wir auch unsere Wiese ein bisschen befreien von den Stegos und Ankis. Aber aktuell stören die mich tatsächlich noch nicht. Ich finde es eher schön, dass die halt da sind. Aber Stego und Anki, den haben wir halt auch noch nicht. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass die vielleicht ein bisschen schwerer sind im Kampf zu besiegen. Weil die haben bestimmt richtig viel Knockback. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwie Knockback-Schutz gibt. Wäre halt praktisch gegen die Dinos. Obwohl, es gibt auf jeden Fall Boots. Oh, Diamanterz, perfekt. Es gibt Boots mit Featherfalling, oder nicht? Dass man halt keinen Fallschaden bekommt. Das wäre halt praktisch. 3, 4, 5. 5 Dia-Quellen waren es. 11 Diamanten. Das ist so insane mit Glück drauf auf der Spitzhacke. Geh noch ein Stück weiter. Vielleicht haben wir nochmal Glück. Und nochmal Glück, oh mein Gott. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist so krass. Das waren jetzt... Ja, Mathe müsste man können. 18 Diamanten. Ich glaube, ich habe richtig gerechnet. Auf jeden Fall haben wir jetzt 29 Stück. In so kurzer Zeit. Ich war jetzt hier unten vielleicht 2 Minuten oder so. Das ist nur dieser Gang hier, den ich gebuddelt habe, wie ich jetzt gerade zurücklaufe. Ich bin gerade ehrlich gesagt auf der Suche nach Dinos, die ich irgendwie töten kann. Weil ich halt noch XP brauche, damit ich verzaubern kann. Aber irgendwie ist jetzt hier weit und breit nichts. Wir sind jetzt aber schon lange unterwegs. Deswegen würde ich sagen, werden wir jetzt einfach mal hier die Folge beenden in dem Dorf. Und dann können wir hier beim nächsten Mal noch so ein bisschen mehr plündern. Scheint ja auch hier so ein Tempel zu sein, oder? Oh ja. Ich weiß nicht, ob wir da schon drin waren. Ich glaube nicht. Aber dann würde ich sagen, können wir hier beim nächsten Mal wieder anfangen und dann das Dorf plündern. Und dann können wir dann alles verzaubern. Wir haben jetzt ja auch wieder so viele Diamanten. 29 Stück. Ah, da können wir so viel mitmachen. Das ist echt cool. Vielleicht können wir dann auch nochmal die Brustplatte ändern, dass wir komplett Diamant sind. Noch bessere Waffen machen. Ah, das wird schon nice werden. Aber Leute, ich würde sagen, das soll es dann mit der heutigen Folge von Jurassic Minecraft gewesen sein. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.